Cosplay ist, wenn Fans Figuren aus Mangas, Filmen oder Videospielen darstellen. Mit Maske, Kostüm, Sprache und Verhalten wird versucht, die Figur möglichst lebensecht nachzustellen. Ich bin die Barbarin. Meine Axt ist meine Sprache. Ich bin Linda, die gute Hexe vom Zauberer von Oz. Nicholas D. Wolfwood. Sassy DeVries. Mein Name ist Mary Poppins. Ich bin ein superkalifragilistik-expialigetisches Kindermädchen. Deadpool. Ich bin unsterblich. Den Charakter, den sie von mir immer so schön darstellen, ist unsterblich. Er ist allerdings auch sehr hässlich, deswegen trage ich die Maske. Hallo, ich bin ein Schüler aus der Twisted Wonderland Knight Ravenclaw College vom Haus Pommelfiore, das Haus der bösen Königin. Mein Name ist Anakin Skywalker. Ich bin Jedi der Republik und General der Klonarmee. Also hallo, ich bin Wanda Maximoff in meinem Outfit von Captain America Civil War. Und ich bin Kitsune Tsuki und ich bin heute da als Sabo aus One Piece. Wie ihr hier seht, Cosplayer, ich hatte Celestar aus Hespern Hotel. Ich bin Shredder von den Teenage Mutant Ninja Turtles, von diesem mutierten Grünzeug, was die Stadt New York unsicher macht. Und wir wollen natürlich Ordnung in diese Stadt bringen, hier mein Freund Kränge aus der Dimension X und ich. Wer bist du denn? Flicker. Von der Last of Us. Beim Show-Contest geht es um Acting, Präsenz und Präsentation. Beim Crafting-Contest werden die Kostüme nach Verarbeitung, Aufwand und Kreativität bewertet. Ich bin weit gereist, um euch eine meiner neuesten Balladen zu präsentieren. Eine Ballade über einen Hexer und seine Magierin. In twisted stormy of violet eyes glistening as you weep. Leben mit dir verbringen. Du erfüllst mein Herz mit Freude. Okay, holen wir das nochmal ein bisschen vor. Onkel Gutenberg liebte Bücher, war daheim am Cherry Cross. Also mein absolutes Lieblingswort ist natürlich superkalifragilistikexpialidocious, was ich auch rückwärts aussprechen kann. Das lautet rückwärts an Hitzetegale Ipsetzeliga Filigrinus. Aber das geht ein bisschen zu weit, oder? Wie lange hat es denn gedauert, dein Cosplay zu kreieren? Ich würde sagen, im Vergleich zu anderen ging das relativ schnell. Aber mit der Planungszeit, weil es ist ja nicht nur das tatsächliche dran sitzen und nähen oder bauen, also auch mit der Planung allem vorher und Schnittmuster und Bilder recherchieren, das frisst immer mehr Zeit, als man denkt, war es bestimmt wieder mindestens ein halbes Jahr. Und war das sehr viel Aufwand mit dem wunderschönen Kleid? Ja, weil es sind über 10.000 einzelne Stellen mit der Hand aufgeklebt worden ist. Genau. Und wie viele Schichten hast du an? Lass mich zählen. 1, 2, 8. Wie funktioniert das Ganze, wie du das kreierst? Das heißt, machst du Zeichnungen vorher? Oder? Also meistens hat man ja schon Referenzen, die man sich raussucht. Idealerweise sieht man von allen Seiten das Outfit einmal. Und das trägt man dann alles zusammen. Und dann, ich fange gerne immer mit was Leichtem an, wo ich sage, darauf habe ich Bock, das geht schnell, da habe ich auch Spaß dran. Weil manchmal prokrastiniere ich so ein paar andere Sachen dann lieber erst. Und ja, dann natürlich auch erstmal Materialien bestellen, wenn man sie gerade nicht hat. Und dann, in dem Fall bei dem Mantel sogar, habe ich das erste Mal mein eigenes Schnittmuster komplett von Hand mit meinen Maßen selbst gemacht. Und ja, eigentlich legt man dann einfach los, mehr ist es gar nicht. Der erste Platz geht tatsächlich an die liebe Little Miss Epic. Der zweite erste Platz geht an Geon und Barry. Best of Needlework, Mrs. Firenze. So, Best of Armor, Witchcraft Cosplay. Es gibt noch einen Preis, der nennt sich Judge's Choice. Der Platz geht an jemanden,
der, obwohl es hier ganz schön regnet, sich trotzdem dazu überwunden hat, einmal von oben bis unten Bodypaint zu machen. Patissi! Best of Craftsmanship, also Gesamteindruck und allgemein Needlework und Crafting zusammengefasst, Nasti! Kannst du einmal meine Hand im Charakter schütteln? Möge Gott dich behüten auf all deinen Wegen. Freut mich. Vielen Dank.